Mann, ich finde es so doof, dass die Ferien nächste Woche zu Ende sind. Wir könnten als Ferienabschluss eine Poolparty veranstalten. Oh ja! Familie Wolf könnte ja auch kommen. Okay, und eure Freunde und deren Familien könnt ihr ja auch fragen. Das wird richtig cool. Ein paar Tage später. Juhu, heute ist es soweit. Ich stelle schon mal den Grill und die Tische auf. So, ich bereite das Essen vor. Kann ich dir helfen, Mama? Ja, du kannst den Salat waschen und schneiden. Okay. So, das Essen ist fertig. Jetzt können wir alles nach draußen tragen. Na, dann können die Gäste ja kommen. Da vorne sind Oma und Opa. Hallo. Hallo. Schön, dass du auch da bist, Henry. Ja, klar. Er freut sich total, euch zu sehen. Hey. Hallo, Paul. Du hast ja deine Familie gar nicht mitgebracht. Ja, meine Schwester ist viel zu nervig. Oh, da kommt ja eine ganze Schar Kinder. So, Nele, noch durchs Gartentor und dann sind wir da. Hallo, Annika. Schön, dass du da bist. Super, alle sind da. Dann kann die Party ja losgehen. Juhu, ab in den Pool. Ihr könnt euch drinnen umziehen. Papa, du musst unbedingt noch die Rutsche holen. Na, wenn du meinst. Und los geht's. Wow, der Pool ist ja genauso voll wie das Freibad im Hochsommer. Da ist für mich kein Platz mehr. Naja, wir können ja schon mal anfangen zu grillen. Ja, aber ich bin der Grillmeister. Was für ein Quatsch, Stefan. Der bin natürlich ich. Da habt ihr noch nicht den Grillprofi Manfred gesehen. Ach, dass sich die Männer in allem messen müssen. Ja, aber wirklich. Linus will auch ins Wasser. Ich habe die Badesachen und die Schwimmflügel gar nicht dabei. Schaut mal, ihr könnt auf der Decke mit den Tieren spielen. Sollen wir einen Poolparcours aufbauen? Oh ja, ich habe schon eine Idee. Ist es so gut? Ja, perfekt. Danke, Papa. Wer fängt an? Du kannst anfangen. Es war ja deine Idee. Okay, nichts leichter als das. Oh Mann, jetzt ich. Juhu, ich habe es geschafft. Halt, Freddy, du machst da nicht mit. Und du auch nicht, Lena. Schade. Oh nein, Annika. Warte, ich rette dich. Danke, Malti. Und was sollen wir jetzt machen? Wollt ihr vielleicht Smoothies mixen? Ich habe ganz viele Obstsorten gekauft. Oh ja, Juhu, super das Idee. wäre toll. Super. Dann kommt mal aus dem Wasser raus. Wieso? Wir können doch auch ein Riesengetränk im Pool zusammenmischen. Mensch, Paul. Das Wasser ist doch nicht sauber. So, lasst eurer Kreativität freien Lauf. Also, ich nehme auf jeden Fall Erdbeeren. Und eine Banane. Das ist ein Bananenbeeren-Shake. Hihi, meiner ist ein Obstspaß aus Weintrauben, einem Apfel und einer Banane. Das macht ihr aber toll. Leute, ich habe eine super Idee. Sollen wir ein richtig ekliges Getränk für die Väter zusammenmixen? Oh ja, gute Idee. Wir könnten zuerst eine Tomate reintun. Okay, und jetzt Milch. Und nicht zu vergessen, eine Prise Salz. Bin ich froh,
dass ich das nicht trinken muss. So, und jetzt noch ganz unauffällig hinstellen. Puh, ist das heiß heute. Allerdings. Männer, schaut mal. Ein Getränk. Oh, das habe ich jetzt gebraucht. Ach du meine Güte. Das schmeckt ja scheußlich. Hab ich mir doch gleich gedacht, dass ihr dahinter steckt. Na, wartet. Einige Zeit später. Es gibt Essen. Juhu, endlich. Ich hätte gern einen Burger. Nein, ihr bekommt etwas viel Besseres. Und zwar Chili. Was? Hehe, das war doch nur Spaß. Das ist so lecker. Oh, danke für das Kompliment. Hey, ich habe auch mitgemacht. Ich auch. Also wirklich, wer sich streitet, bekommt keinen Nachtisch. Ja, wir hören ja schon auf. Oh je, aber naja, das trocknet die Abendsonne schnell. Ja, das stimmt. So, und jetzt gibt es noch Nachtisch. Und jetzt wieder ab ins Wasser. Hehe, jetzt kommen wir Männer auch rein. Ach, ist das erfrischend. Viel besser als ein komisches Getränk von diesen Rabauken. Hey, und was für Rabauken? Linus will auch schwimmen. Mensch, Linus, deine Kleidung ist klatschnass. Nicht so schlimm. Die Abendsonne trocknet das doch schnell. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.